Das fünfte Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung wurde verabschiedet. Der Bundesverband informiert Sie heute über die Novelle und die wichtigsten Themen wie Verwandtschaftserklärung und Gerüstbau. Weitere Infos auch im Mitgliederportal unter farbe.de. Der Bundesrat hat in der vergangenen Woche der Novellierung der Handwerksordnung zugestimmt, die der Bundestag schon am 5. in zweiter und dritter Lesung beschlossen hatte. Damit kann die neue Handwerksordnung jetzt schon zum 1.8. diesen Jahres in Kraft treten. Ursprünglich im Kern hatte der Gesetzgeber beabsichtigt, 12 Gewerke zurück in die Rolle A zu führen, also die Meisterpflicht hier wieder einzuführen, die sie 2004 verloren hatten. Aber er hat auch gleich die Gelegenheit genutzt, eine Reihe von anderen Tatbeständen in der Handwerksordnung zu ändern, von denen einige auch uns als Maler und Lackierer betreffen. Bei der Novellierung der Handwerksordnung haben wir eine ganz problematische Entwicklung abwenden können. Der Gesetzgeber, das Bundeswirtschaftsministerium in dem Fall, hatte vor, die Verwandtschaftserklärung, die zwischen Raumausstattern und Malern und Lackierern noch vor 2004 bestanden hatte, wieder einzuführen. Das wäre fürs Ministerium die einfachste Lösung gewesen. Für uns hätte das bedeutet, dass über 20.000 meisterlose Betriebe ab diesem Jahr wesentliche Kerntätigkeiten des Malers im Innenbereich, alle Beschichtungen hätte ausführen dürfen. Und was das für unser Gewerk bedeutet hätte in Sachen Qualität und Alleinstellungsmerkmale, das kann man sich vorstellen. Wir konnten das abwenden. Eine Verwandtschaftserklärung mit den Raumausstattern wird es nicht mehr geben. Die Verwandtschaftserklärung mit den Stuckateuren besteht wie gewohnt weiter. Im Zusammenhang mit der neuen Handwerksordnung hatte es Befürchtungen gegeben, dass die Maler und Lackierer ihr Recht, Gerüste zu stellen, vollständig verlieren würden. Dass sie das tun durften in der Vergangenheit, wurde 1998 in einem sogenannten Übergangsgesetz geregelt. Damals wurden die Gerüstbauer als selbstständiges Gewerk verabschiedet, beschlossen und in die Rolle A übernommen. Und damals wurde ein Übergangsgesetz erlassen, dass es den Malern, Lackierern, aber auch den Metallbauern, Zimmerleuten, Maurern weiterhin möglich machte, Gerüste zu stellen. In dem Referentenentwurf Ende vergangenen Jahres war vorgesehen, dass dieses Recht nur noch gilt, wenn man die Gerüste für eigene Projekte aufstellt. Wir haben dem natürlich widersprochen und haben einen Kompromiss durchsetzen können. Dieser Kompromiss sieht so aus, dass erstens in den nächsten 3 Jahren die bisherige Regelung völlig unvermindert gilt. Maler und Lackierer können in vollem Umfang Gerüste für sich oder für andere stellen. Nach diesen 3 Jahren wird man weiterhin uneingeschränkt für eigene Projekte Gerüste stellen können. Wenn man Gerüste überlassen will an Dritte, wenn man selber drauf gearbeitet hat, dann kann man dies auf Basis § 5 Handwerksordnung tun und das werden wir in den entsprechenden Kommentaren und in der Gesetzesbegründung absichern. Und wenn man Gerüste für Dritte aufstellen will als Maler- und Lackiererbetrieb, dann ist folgende Regelung gefunden worden. Man muss dafür, wenn in 3 Jahren die neue Regelung greift, muss man nach § 7a Handwerksordnung eine Sondererlaubnis beantragen. Allerdings sind wir mit dem Zentralverband des Handwerks übereingekommen, dass dann keine Sachkundeprüfung verlangt wird, also die Eintragung nach 7a unbürokratisch und unproblematisch und vor allen Dingen auch preiswert möglich ist. Aus unserer Sicht haben wir damit das Beste für unser Gewerk rausgeholt, was das Thema Gerüstbau betrifft. Eine Lösung, mit der wir, glaube ich, alle leben können.